Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Die Botschaft der Engel am 3. Februar 2019. Wir werden von etwas verabschieden. Entweder von Menschen verabschieden oder von Gewohnheiten abschieden oder wir gehen schlicht einfach in eine andere Richtung. Die astrologischen Symbole sind erstmal Stier und Venus. Stier symbolisiert die Werte oder etwas Wertvolles in Besitz zu nehmen. Hat mit Finanzen auch etwas zu tun. Und die Venus-Symbol zeigt die Liebe, Partnerschaft, aber alles, was schön ist, die Kreativität und auch Selbstständigkeit, das kann eine neue Richtung sein. Wassermann und Uranus zeigt Ideen, die Ideenreichtum und das können wir gerade im Tat umsetzen. Aber wir haben noch etwas zum Lernen und da ist dieser große Lehrmeister und zeigt, wir brauchen ein bisschen Geduld, aber wir werden diese Weisheit erlangen. Die astrologischen Symbole sind die Zwillinge und Merkur, das sind Kontakten, Kommunikation, aber auch Wissen, Austauschen. Und hier im Hintergrund die große Meister, der vermittelt Weisheit und das steht schon mit Jupiter in Verbindung. Die zwischenmenschlichen Kontakte, was ist gerade wichtig? Das schläft ein bisschen ein, wie ein Dornröschenschlaf. Aber da werden die Neuigkeiten kommen und hier erscheint die Krebs- und die Mondsymbol, das heißt, wir sollen erstmal zurückhaltend sein. Dieser Rückzug schenkt uns Ruhe. Und in Ruhe liegt auch die Kraft. Und wir können mit unseren Träumen beschäftigen. Was sind unsere Wünsche? Was sind unsere Träume? Und das einpflanzen, weil dann dieser Traum wird wahr. Das wächst und dehnt. Die heutige Engel nach Kabbala ist Engel Jerathel und hat die Zahl 27. Engel Jerathel ist Engel der Vertrauen, gibt uns Freude, Optimismus, Zufriedenheit, belehrt uns auf eine glückliche Ausstrahlung. Und diese Ausstrahlung hat auch eine Funktion, weil das ist unsere Anziehungskraft. Und es gibt ein Gesetz, eine von den hermetischen Gesetzen. Und dieses Gesetz besagt, Gleiche zieht Gleiche an. Und das belehrt uns Engel Jerathel. Engel Jerathel verbreitet die göttliche Liebe und Licht, schenkt uns auch dieses Vertrauen. Und befreit uns von Menschen, die boshaft gegen uns sind. Über Engel Jerathel herrscht Erzengel Zadkiel. Erzengel Zadkiel vertritt die göttliche Gerechtigkeit, Ursache und Wirkung. Alles, was wir in Ursache setzen, das kehrt immer auf uns selbst zurück. Wenn nicht in diesem Leben, dann eben im nächsten Leben. Erzengel Zadkiel ist auch die Engel, die Freiheit, Barmherzigkeit und Güte und ist Engel, die Erinnerungen, hütet den siebten Strahl des Lichtes, den violetten Licht. Und das symbolisiert die Veränderung und Wandlung. Aber noch zurück zum Engel Jerathel. Engel Jerathel steht in Verbindung zum Jupiter. Und Jupiter ist ein Guru, ein Lehrer.
und vermittelt die Weisheit. Hier erscheint auch Jupiter. Steht in Verbindung zum Feuerelement und das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas. Also etwas kommt auf uns zu, was uns begeistert. Und steht zu Tierkreiszeichen Löwe. Und das ist die Selbstdarstellung und die Selbstvertrauen. Die Tugend ist Weiterentwicklung. Und das war meine heutige Engelbotschaft. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Video, wo ich euch gerne informieren möchte. Thema ist Geld und Finanzen. Ich habe ein Klärungsvideo gemacht über Geld und Finanzen. Dieses Klärungsvideo wird nicht veröffentlicht, ist auch nicht zu jedem zugänglich. Diese Video bekommen diejenigen, die ernsthafte Interesse daran haben, ihren finanziellen Situation zum Verbessern und sind bereit, ihre Einstellung zum Ändern, zum Geld, sind bereit, ihre Ängste loslassen. Diese Klärungsvideo über Geld und Finanzen ist gratis. Ich bitte euch, schreib mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen und Kosten nichts zu tun. Fühlt euch zu nichts verpflichtet. Ich freue mich selbstverständlich, wenn da Interesse besteht. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.